Ja, bis wir die richtige Folie finden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Herzlich willkommen, auch von hier aus nochmal. Und dass ihr physisch gekommen seid. Ja. Das ist ja eine Sache, schnell mal im Internet auf den Knopf zu drücken und YouTube anzugucken, aber was anderes ist, ins Auto zu setzen. Ja. Also herzlich willkommen und ich wünsche uns allen auch für die Tage eine gute Gemeinschaft, guten Austausch, vielleicht ein bisschen Networking, also nicht arbeiten, sondern Netzwerk bilden. Ja. Vielleicht lernt man sich irgendwo kennen oder bilden sich auch Freundschaften oder man besucht sich mal irgendwo im Hauskreis. Viele sind manchmal auch isoliert, ja, oder suchen auch Gemeinden. Und da gibt es immer bei so Bibeltagen gute Möglichkeiten zu, sich so ein bisschen kennenzulernen. Ja, apropos kennenlernen, ich sollte kurz sagen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das ist schon, glaube ich, so 35 Jahre her. Ich bin relativ spät zum Glauben gekommen, so mit 25 Jahren. Und irgendwo in der Diskothek, also ich bin evangelisch, in einem evangelischen Haushalt groß geworden, ich bin getauft worden als Kind, ich bin konfirmiert worden evangelisch, also ganz normal, aber der Glaube war für mich immer irgendwie uninteressant, ja, und ab einem gewissen Alter einfach peinlich und auch passte überhaupt nicht zu meinem Lebensentwurf, weil ich gesagt habe, ich will so leben, wie ich leben will, ja, und niemand braucht mir vorzuschreiben, was ich vorhabe. Und ich habe mein Leben auch gelebt, auch heftig gelebt. Ich erspare mir und euch Details. Aber irgendwann an einem Sonntagnachmittag, Sonntagabend, war ich in so einer Diskothek, Jazzrock-Kneipe da haben wir uns oft getroffen. Und so ein Sonntagnachmittag, Sonntagabend, also das war für mich immer der schlimmste Tag in der Woche, weil keiner meiner Kumpels war da, weil die waren alle zu Hause, weil die mussten montags wieder arbeiten. Und ich war da relativ alleine dann irgendwo am Billardtisch und habe so mein Bier getrunken und dann geht die Tür auf und dann kommen Christen rein. Und ein, zwei davon kannte ich auch so ein bisschen. Und dann haben die mich angesprochen aufs Evangelium. Also sie haben da Traktate verteilt. Und eine Glaubensschwester, die zum Glauben gekommen ist, durch ihren Mann, der wegen Drogen im Gefängnis saß, der hat irgendwo Heroin verkauft und dann musste der ein paar Jahre dann einrücken. Und sie hat ihn dann im Gefängnis besucht und er hat im Gefängnis angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann hat sie darüber angefangen, die Bibel zu lesen, ist dann zum Glauben gekommen. Und weil die so ein bisschen aus der Szene war und keine Berührungsängste hatte mit Leuten von der Straße, hat die gesagt, ich muss einfach in die Kneipe, wo meine Kumpels sind, und muss denen das Evangelium bringen. Ja, und dann hat sie es auch gemacht und hat mich dann dabei irgendwo aufgegabelt. Und ich habe dann gesagt, also lade ich die mal einfach auf ein Bier ein oder so. Und dann habe ich gedacht, gut, das sind ja Christen, ne? Die trinken ja vielleicht auch gar keinen Alkohol. Dann habe ich gedacht, vielleicht auf eine Cola oder so. Auf jeden Fall haben wir dann zusammen am Tisch gesessen und die haben mir von Jesus Christus erzählt. Ja. Und ich habe also, seit ich Kind gewesen bin, dann nichts mehr von gehört gehabt. Aber das hat mich wirklich getroffen an dem Tag. Ja. Und bin dann nach Hause gefahren und am nächsten Tag dann dort in die Gemeinde auch gegangen. Und Sonntagnachmittags haben wir uns dann getroffen und die haben halt von Jesus erzählt. Und an dem Tag, an dem Sonntagabend bin ich dann, oder an dem Montagabend war das dann, bin ich nach Hause gefahren und musste nach Hause immer über so einen Berg drüber fahren. Und auf dem Berg oben habe ich halt angehalten und habe gebetet, ja, so wie ich dachte, wie man betet, ja. Keine Ahnung, wie das ging und habe einfach gesagt, also Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt oder nicht, aber wenn es dich gibt, dann möchte ich gern das haben, was du für mich hast, ja. So war eigentlich meine Bekehrungsgeschichte. Bin dann nach Hause gefahren, habe meine Konfirmationsbibel geholt. Die hatte so ganz wellige Seiten, weil ich mal beim Konfirmationsunterricht den Psalm 23 vergessen hatte, auswendig zu lernen. Das habe ich dann kurz vorher gemacht, aber weil es dann Nieselregen war, sind die ganzen Bibelseiten alle so wellig gewesen. War aber eine tolle Bibel, weil ich immer den Psalm 23 gefunden habe, weil die Seiten halt so wellig waren vom Regenwasser. Ja. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, ja, und habe das sehr ausführlich gemacht. Also ich habe, meine Mutter ist Christin und die hat jede Menge Kassetten auch gehabt von einem Pastor von Norddeutschland und den habe ich dann immer im Auto gehört. Ich bin gebürtig aus dem Westerwald und habe damals in Aachen studiert und die Fahrt vom Westerwald nach Aachen waren genau 2 Stunden. Da konnte man genau so eine 1090er Kassette hören. Das hat gut funktioniert oder 2 C60er und ich habe mir alles reingezogen, was ich irgendwo gehört habe vom Evangelium. Ja? Also das hat mich hochgradig interessiert. Ganz viele Bibeln habe ich mir gekauft. Meine Scofield-Bibel habe ich immer noch, die ist jetzt 35 Jahre alt und ist so mein Arbeitspferd eigentlich. Aber ich habe auch viele andere Bibeln halt gelesen. Und ich habe für mich irgendwann, war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, du willst das bloß glauben, weil dir das Sinn gibt für dein Leben. Ja? Und dann bin ich aber irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, also ich habe jetzt so viel gelesen aus der Bibel und habe das auch kritisch geprüft, das ist alles wahr, warum soll ich das nicht glauben? Ja? Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Und außerdem bin ich auch nicht in die Sekte gekommen, sondern ich lese das Buch der Bücher. Ich lese da nicht irgendein Buch, ja?
Es gibt kein Buch, was so oft gedruckt wurde wie die Bibel, 8 Milliarden Exemplare. Also wir sind im Mainstream, wenn wir die Bibel lesen. Ja? Wir sind keine Nischenbewegung oder irgendwas, wo wir uns verstecken müssten. Kaiser und Könige sind Christen gewesen. Ja? Also wir sind da in bester Gesellschaft. Das ist nichts, wo man irgendwie sich schämen müsste für. Naja, und dann habe ich die Bibel halt angefangen, sehr ausgiebig auch zu lesen, war in Aachen in der Gemeinde. Aachen ist auch sehr katholisch, also im katholischen Glauben kenne ich mich so ein bisschen auch aus. Und es ist immer sehr erfrischend zu sehen, wenn katholische Geschwister anfangen, die Bibel zu lesen und so viel kennen auch aus diesen Floskeln, die auch in der Kirche immer wieder wiederholt werden im Gottesdienst und die dann im Original lesen und die dann vergleichen können. Sagen, das steht ja hier ganz anders, als wir das aus der Kirche kennen. Ja? Also es ist oft so eine kleine Offenbarung dann für viele auch. Aber ich habe sehr viel Respekt vor katholischen Geschwistern, weil als ich gläubig geworden bin, ist in Aachen eine Monstranz durch die Straße getragen worden. Und die Aachener haben vor dieser Monstranz niedergekniet, ja, also auf dem Gehweg. Und der Gehweg war feucht. Ja. Und ich habe gedacht, würdest du das auch machen? Du bist jetzt Christ, bist ein junger Christ, würdest du das auch machen oder schämst du dich dafür? Ja? Also ich habe einen gewissen Respekt da gehabt vor. Ich weiß, dass im Katholizismus manche Dinge sind, die kritisch sind und die ich überhaupt nicht so sehe. Ja? Aber davon muss man die Menschen unterscheiden. Und deswegen in Aachen, in unserer Gemeinde, wir haben dann in einer alten Fabrik, haben wir irgendwann dann Räume angemietet und dann kam ein Studentenkreis zu uns. Die Studenten sind so fliegendes Völkchen, ja. Die kommen mal ein Semester, zwei Semester, dann sind die wieder weg. Aber das hat immer so ein bisschen frischen Wind in die Gemeinde reingebracht und waren viele Diskussionen über den Glauben auch. Und weil unser Pastor dann irgendwann verzogen ist, war ich dann relativ früh in der Verlegenheit, auch Bibelstunden zu machen. Aber das hat mir genützt, ja, weil wenn man sich auf Bibelstunden vorbereitet, muss man den Text ja mal lesen, muss sich ein bisschen Gedanken machen auch. Und so bin ich immer tiefer in die Bibel da eingestiegen. Und irgendwann bin ich über den Daniel gestolpert. Einige von euch wissen das vielleicht, ja, Standbild. Aber noch davor war das mit dem Thema Wiedergeburt. Und das, was ich euch hier vorstelle, das weiß ich vielleicht so, also über 30 Jahre auf jeden Fall, ja. Und mein Schwiegervater hat auch mal gesagt zu mir, also mit Prophetien der Bibel, da muss man vorsichtig sein. Sage ich, ja, das stimmt, aber 25 Jahre, Vierteljahrhundert warten ist vorsichtig genug, finde ich. Irgendwann darf man auch mal anfangen, ja. Und habe da immer wieder mal auch drüber gesprochen, auch in den Gemeinden in Aachen oder in Pforzheim. Aber habe das eigentlich vor 8 Jahren erst so veröffentlicht im Internet. Und ich empfinde das als etwas sehr Wichtiges, weil sich das ja mit Wiedergeburt beschäftigt, ja. Und jeder Christ, der von neuem geboren ist, von dem bezeugt die Bibel, dass er von neuem geboren ist, dass er wiedergeboren ist. Also wir behandeln hier kein Nischenthema in der Bibel, sondern was Zentrales, von dem ich sage, das ist für mich das Wichtigste, was ich gefunden habe in der Bibel neben Golgatha. Ja? Jesus Christus gestorben und auferstanden auf Golgatha. Das ist die zentrale Botschaft. Aber das hängt so unmittelbar damit zusammen. Wir sehen es auch gleich im Text, wenn Jesus mit dem Nikodemus spricht, wie eng das zusammenhängt. Und das sind also Themen, die ich relativ lange schon weiß und ihr wisst jetzt so ungefähr, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ja? Da kann man noch mehr erzählen von, aber das war so in dürren Worten mal einfach. Ja? Mein bester Kumpel ist auch zum Glauben gekommen, wir waren damals in einer Rockband, ich war Schlagzeuger, mein Freund war Sänger und der hat gesagt, du bist mal ein bisschen verrückt geworden. Ja? Er hat dann davon gesprochen, von der Gehirnwäsche, ja, sage ich, mein Gehirn ist gewaschen worden und mein Herz auch, alles sauber geworden, ja. Und 6 Wochen später ist er selber zum Glauben gekommen, ja. Und es war natürlich schön, weil wir waren alte Weggefährten, ja. Und wir sind dann beide Christen geworden. War eine schöne Zeit, ja. War eine gute Zeit. Also so ungefähr waren da die Entwicklungen. Ne? Und dann irgendwann habe ich meine Frau kennengelernt. Dann sind wir nach Süddeutschland gezogen. Und dann kam so dies und das. Und dann vor 8 Jahren, ich hatte irgendwann einen Verkehrsunfall und habe dann angefangen, die alten Texte nochmal zu suchen, weil ich in Aachen schon Sachen auch mal aufgeschrieben hatte mit einem alten neuen Nadeldrucker. An einem Bernstein-PC mit einer DOS-Software, ja, also Saurier-Zeitalter, ja. Und habe die Texte dann alle wieder umgebaut irgendwo und habe die dann in mein modernes Word reingenommen und habe die dann mal strukturiert und wieder ergänzt. Und dann habe ich gedacht, es ist jetzt so viel geworden, jetzt musst du halt ein Buch schreiben. Ich habe das Buch aber wirklich nur geschrieben, weil ich das sonst vergesse. Ja, ich habe gedacht, schreib das mal geordnet auf. Weil sonst vergesse ich das alles wieder. Ich bin kein so ein Gedächtnisfreak. Ja? Manche Dinge entfleuchen dann wieder. Und da habe ich gesagt, jetzt kannst du auch ein Buch draus machen. So ist es halt geworden. Ja? Ja. Und dann gab es halt den YouTube-Kanal, da hat eigentlich alles mit angefangen. Und so seit jetzt ja, so knapp 8 Jahren bewegt sich das alles so Stück für Stück vorwärts. Und mittlerweile darf ich auch sagen, bin ich nicht mehr der Einzige, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also der Tim zum Beispiel. Ja? Ihr seid ja in der Gemeinde da gut dabei. Ihr Österreicher seid besser als die Deutschen dabei, muss ich wirklich gestehen, ja, zu unserer Schande. Das freut mich sehr.
Und das erste Mal, dass ich das habe predigen gehört, das war in Österreich und nicht in Deutschland. Die Deutschen sind da ein bisschen spröde. Und der Johannes Rahmel natürlich, ja, ein Priester, katholischer Priester, ehemaliger in Österreich, der auch zum Glauben gekommen ist. Und der das auch predigt, ja, und das versteht, habe ich mich sehr gefreut drüber, ja. Also ganz feiner Bruder. Und in Deutschland, darf ich sagen, bin ich jetzt langsam auch nicht mehr so der Einzige, sondern das bewegt sich auch so ein bisschen durch die Gemeinden und die Pastoren. Manche sind da ein bisschen spröde, schweigen das ein bisschen weg, aber andere sind da auch offen für und beschäftigen sich auch mehr und mehr damit, ja. Und gerade die Daniel-Thematik sehen wir dann morgen. Da gibt es auch einige maßgebliche Leute. Ich kann das aber nicht mit Namen nennen, weil die sich selber nicht committen. Ja, die müssen selber an die Öffentlichkeit gehen. Ich kann das nicht machen. Das haben die mir unter vier Augen gesagt, was sie davon halten. Und die haben das alles abgenickt. Ja? Aber die müssen selber den Mut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich kann das hier nicht machen und auch nicht in YouTube stellen. Das ist eine Frage der Vertraulichkeit. Ja? Aber ich kann euch sagen, dass es da maßgebliche Leute gibt, auch Übersetzer der Bibel. Also Leute, die die Grundsprachen kennen, deren Anliegen ist nicht die Exegese, die Deutung der Bibel, sondern die maßgebliche deutsche Bibelübersetzungen übersetzen. Die sagen Dankeschön für die Zusendung, das habe ich noch nicht gesehen, aber das werden wir bei der Pro-Exegese für die Übersetzung von Daniel etc. werden wir das verwenden. Also soweit ist das, ja. Und wenn die anfangen, das als richtig zu markieren, ja, dann glaube ich, dann werden auch einige andere Pastoren dann nochmal nachziehen müssen. Wenn Gott dazu Gnade gibt, ja, das ist ja seine Sache, nicht meine Sache und auch nicht eure Sache, das macht der Herr so. Aber für mich ist es so, in der Bibel tut sich ja was, die Bibel bewegt sich gerade. Das ist was Großes, was wir hier erleben, ja. Und ich freue mich dafür jeden, der das mit nachvollziehen kann und spreche da auch mit jedem drüber. Ich vertrete das nicht militant, aber mit allem, was mir zur Verfügung steht, das schon, ja. Das ist auch nicht heilsnotwendig, ja. Das ist nichts, was man wissen müsste, um in den Himmel zu kommen, aber es ist natürlich eine Sache, wo wir warten ja auch, dass Jesus kommt. Wie kommt denn Jesus überhaupt wieder? Ja? Wie wird das denn sein? Und das ist natürlich eine große Frage und da, glaube ich, hilft das sehr. Vielleicht steigen wir mal so ein. Ich habe euch hier was mitgebracht, das kennen vielleicht auch viele schon. Das ist ja der